Frauenbilder von Leonardo da Vinci widersprechen allen Klischees, die auch wir heute noch über Geschlechter haben und auch über die Künstler haben. Es gibt dort nicht den einen Meister, der sich von seiner passiven Muse inspirieren lässt, sondern es gibt einen sehr innigen Austausch zwischen verschiedenen Menschen und einen sehr fruchtbaren Austausch. Und davon lebt die Kunst von Leonardo. Er hat es nicht nötig, sich besser zu fühlen als die Frau, die er porträtiert. Also im Gegenteil, er nimmt sie ernst, sie nehmen ihn ernst und genau dadurch entsteht ein Gespräch verschiedener Subjekte. Und diese Offenheit, diese Zugewandtheit, die spürt man ganz stark in der Kunst. Und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr positive Vision. Leonardo da Vincis Frauenbilder zeigen, wie man eigenständig sein kann und trotzdem in Beziehung treten und sich in der Beziehung austauschen. Und diese Art von Kreativität, die dadurch entsteht, die ist schon was sehr Besonderes und etwas, was uns, denke ich, auch heute noch beflügeln könnte. Im Kern geht es in dieser Kunst um Freiheit. Die Frauen verkörpern eine große Freiheit der Bewegung, des Blickes, der Gedanken, des Gemüts. Und diese Freiheit hat sich auch Leonardo da Vinci genommen, in seiner Kunst und auch in seinem Leben. Er hat gelebt, mit wem er wollte, hatte seine Liebhaber, hat es einfach gemacht. Er nimmt sich in der Kunst diese Freiheit, er schüttelt alle Konventionen ab. Und das macht diese große Stärke aus. Und ich glaube, von dieser Haltung können auch wir heute noch profitieren. Ja, tatsächlich, es gibt ganze Bibliotheksregale voller Bücher über Leonardo da Vinci und es gibt auch schon sehr viele Biografien. Mir ist in meiner kunsthistorischen Arbeit aufgefallen, dass viele Autoren es als für ganz selbstverständlich nehmen, dass er fast nur Frauen malt oder zumindest sehr, sehr viele Frauen malt. Und das finde ich nicht selbstverständlich. In dieser Zeit sich so auf Frauen zu konzentrieren in der Malerei und sie auch so ungewöhnlich zu zeigen. Leonardo da Vincis Frauen sind sehr offen, sehr zugewandt, sehr selbstbewusst, sehr eigenständig. Und mit ihnen revolutioniert er die gesamte Kunst. Sie sind seine Hauptfiguren und seine wichtigsten Bildpartnerinnen, seine wichtigsten Motive. Und ich denke, im Ergebnis müssen wir unser Leonardo da Vinci-Bild auch verändern. Wir haben oft noch den Eindruck, es handele sich in erster Linie um einen Ingenieur und Techniknarr, um jemanden, der sich vor allem um Apparaturen gekümmert hat, die dann später, mal Jahrhunderte später, wirklich erfunden wurden. Und ja, es stimmt, Leonardo hatte ein großes technisches Interesse, aber er hatte überhaupt nicht im Sinn, sich die Umwelt, die Natur untertan zu machen. Im Gegenteil, er war sehr respektvoll gegenüber der Natur. Und er ist auch sehr respektvoll gegenüber den Frauen. Dass die ausgeblendet werden, hat auch damit zu tun, dass die italienischen Faschisten Leonardo da Vinci für sich vereinnahmt haben und ihn als martialisch, als kriegerisch verstanden haben und damit auch das Leonardo-Bild bis heute mitgeprägt haben. Das aber wird Leonardo nicht gerecht und es passt auch nicht mehr in unsere heutige Zeit. Leonardo da Vinci hat ganz außergewöhnliche Frauen gefunden, die einen heute noch überraschen. Er malt erstmal natürlich sehr, sehr viele Marien, da wissen wir nicht, wer die Modelle sind. Dann aber malt er noch als junger Mann Ginevra de Benci. Ginevra de Benci ist eine junge Dichterin vor ihrer Zeit. Es gibt eigentlich in dem Sinne noch gar keine Dichterin in Italien. Ginevra de Benci schreibt aber Verse und wird damit auch bekannt. Überliefert von ihr ist die Zeile: Ich bitte um Entschuldigung und ich bin ein Bergtiger. Also auch eine ganz starke Zeile, die diese Ambivalenz zwischen darf sie sich äußern als Frau und dem eigenen Erspüren der Stärke ausdrückt. Und er malt Ginevra de Benci auch tatsächlich wie eine Dichterin, nämlich mit einem Blick, der etwas nach innen gekehrt ist, der sehr melancholisch ist, sich aber trotzdem ganz offensiv aus dem Bild herauswendet. Also, das ist das Bild, mit dem er eben mit dieser strengen Profilansicht der Vorgänger radikal bricht und das gleich mit so einer außergewöhnlichen Person. Später malt er dann andere Frauen, oft sind es geliebte Frauen, also Frauen, die entweder Liebhaberinnen von einem Herrscher sind oder verehrt werden von einem Mann. Und er verbündet sich aber nicht mit den männlichen Auftraggebern, sondern ganz, ganz klar mit den Frauen in dem Bild. Denen gehört seine Sympathie, auf die lässt er sich ein, mit denen tritt er auch in einen Dialog.
Sein nächstes Modell ist eine Frau, die die Geliebte von dem Mailänder Herrscher Ludovico Sforza war, Cecilia Gallarani, und die zeigt er mit einem bissigen Hermelin auf dem Arm. Später wird er einen Brief an sie schreiben und den titulieren, meine innigst geliebte Göttin. Also daran sieht man schon, die beiden sind wirklich richtig in Kontakt getreten. Und so geht das weiter bis hin zu dem Bild, das Sie alle kennen, der Mona Lisa. Das ist dann die Krönung. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, dass Leonardo arbeitet in einer Zeit, in der Frauen sehr, sehr wenige Rechte haben und auch nur sehr selten als eigenständige Personen wahrgenommen werden. Also es gibt zum Beispiel eine große Debatte in der Renaissance darüber, ob Frauen überhaupt lieben können oder ob sie nur passive Empfängerinnen der Liebe des Mannes sind. Und sie haben auch keine Rechte, über ihre Kinder zu entscheiden. Junge Frauen gehen eigentlich nur für den Kirchgang aus dem Haus, und deswegen sind sehr viele Unfälle übermittelt von Frauen, die aus dem Fenster fallen, weil die versuchen, draußen was zu erspähen. Also in dieser Situation arbeitet Leonardo, und in dieser Situation trifft er auf Frauen. Bis dahin wurden in Florenz gerade junge Frauen immer im ganz harten, strengen Profil gezeigt. Das hatte den Sinn, dass sie so ihre Keuschheit demonstrieren sollten. Das waren Brautbilder, und in ihrer schönen, reichen Kleidung den Reichtum ihres Mannes oder ihrer Familie zeigen wollten. Das ist die Tradition. Darauf trifft er. Und eine Frau im Profil tritt natürlich nicht in den Dialog mit dem Betrachter. Das aber will Leonardo. Und er ändert es einfach komplett. Leonardo will sich auf die Frauen einlassen, mit denen er zu tun hat. Und er macht sich auch lustig über die Bilder der anderen. Also er lacht zum Beispiel über die Verkündigungsbilder von den Kollegen, auf denen der Engel die Maria praktisch verscheuchen würde, so dominant wie er auftritt. Und das will er nicht. Und er macht es auch ganz anders. Bei ihm steht die Maria da und ist diejenige, die die Situation gestaltet. Das ist nicht der Engel. Und so gibt er den Frauen nach und nach immer mehr Bewegungsfreiheit. Er setzt sie zum Beispiel auch vor Landschaften, also sperrt sie nicht ein in enge Räume. Und er malt sehr viele Marien, sehr viele auch Heilige an, aber dann malt er eben auch profane Frauen, also einfach Zeitgenossen. Und mit diesen Zeitgenossen entwickelt sich ein ganz intimer Dialog, und das überträgt sich später auch auf den Betrachter. Und das ist natürlich radikal neu. Damit kann er auch die Kunst an sich revolutionieren, nämlich das Verhältnis zwischen einem Bild und dem Betrachter auf ganz neue Art intensivieren. Und das geht nur mit diesen Frauen. Er gibt diesen Frauen eine Freiheit, und die wird zu einer Freiheit der Kunst. Leonardo da Vinci geht mit den Frauen ein ganz enges Bündnis ein und gerade nicht mit den Auftraggebern der Bilder. Die interessieren ihn nicht, und die haben sich bitte schön, dich einzumischen, wenn es nach ihm geht. In seinen Aussagen sagt er, also er schreibt ja auch sehr viel, sagt er, er möchte, dass die Leute sich in seine Bilder verlieben. Und er erzählt eine Geschichte, wie die Leute ihm Bilder mit weiblichen Heiligen zurückbringen in die Werkstatt und ihn bitten, die Heiligenscheine zu übermalen, damit sie die Bilder besser küssen können. Und das ist ganz genau in Leonardos Sinn. Das heißt, er nutzt die Stärke der Frauen, er nutzt die Verfügungskraft der Frauen, um seine Kunst, seine Malerei zu stärken. Die Malerei ist so verführerisch, wie es die Frauen sind, die er malt, und so stark, so unabhängig, so klug wie diese. Dafür müssen es natürlich selbstständige Subjekte sein und keine Objekte, über die man einfach verfügt. Und diese Frauen auf den Bildern liefern sich dem Betrachter nie aus. Das sind immer ganz, ganz eigenständige Wesen, denn sie stehen für Leonardo auch, für die Malerei an sich. Schon seit der Antike ist das Bild einer schönen Frau auch das große Meisterwerk eines Malers, an dem er seine Kunst zeigt. Und so ist es eben auch bei Leonardo da Vinci. Hinzu kommt, er erkennt in den Frauen die Fähigkeit, durch das Gebären immer wieder neu anzufangen in der Welt. Also die Menschheit zu verjüngen und auch auf eine Art kreativ zu sein durch das Gebären. Er hält die Frauen für Schöpferinnen, wie er sich selbst auch als Schöpfer sieht. Und das verbindet ihn ganz eng mit diesen Frauen. Er entwickelt auch eine Naturgeschichte, in der auch die Frauen eine wichtige Rolle spielen. Sein ganzes Verständnis von der Welt, wie die Welt geworden ist oder die Menschen damals mit ihrer Umwelt umgehen, das hat für ihn ganz, ganz viel mit den Frauen zu tun. Also er fühlt sich ihnen verwandt. Sie sind Schöpferinnen, er ist Schöpfer, sie gehören zusammen.